Den Geist des Sondierungspapiers können und wollen wir nicht verantworten. Viele der diskutierten Maßnahmen halten wir sogar für schädlich. Wir wären gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und all das, wofür wir Jahre gearbeitet haben. Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir melden uns mit einem Tagesthemen-Extra, denn vor wenigen Minuten trat, wie Sie gerade gesehen und gehört haben, FDP-Chef Christian Lindner mit diesen Worten vor die Presse. Es wird also keine Jamaika-Koalition geben. Die Liberalen haben die Gespräche von Union, Grüne und eben FDP abgebrochen. Gehen wir direkt zu Arndt Henze nach Berlin. Können Sie uns noch mal erzählen, was Christian Lindner genau gesagt hat, wie er diesen Schritt jetzt doch so überraschend begründet hat? Ja, in der Tat, dieses Ende kam nicht nur überraschend, sondern auch sehr abrupt. Wir haben jetzt in den letzten Stunden immer wieder auch gesehen, wie die langen Strecken, wo die Chefs miteinander verhandelt haben, unterbrochen wurden durch Beratungen in den Parteigruppen. Dann ist man wieder zusammengekommen. Und die Signale der letzten Stunden gingen eigentlich in die Richtung, dass man sich wohl einigen werde. Diese Signale kamen vor allen Dingen aus der Union, sogar aus der CSU, die ja bisher immer sehr zurückhaltend war. Und dann jetzt vor wenigen Minuten dann ganz überraschend diese Ankündigung von Lindner, dass die Gespräche beendet seien. Er begründet es damit, dass dieses Papier im Wesentlichen widersprüchliche Zielkonflikte nicht aufgelöst bekommen hat, dass da viel Klein-Klein drin sei, was man für falsch hält, dass Kompromisse, die man versucht habe, in letzter Minute wieder aufgemacht worden seien und dass auch kein Vertrauen gewachsen sei zwischen allen vier Parteien. Er hat davon gesprochen, dass das Vertrauen zwischen der Union und der FDP wieder gewachsen sei. Das war ja nach dem Ende der Koalition 2012 auch etwas erschüttert. Aber mit den Grünen sei man nicht zusammengekommen. Also das ist bisher die Sicht von Christian Lindner. Wir haben von den anderen Parteien noch nichts gehört. Die sitzen noch in den Räumen der baden-württembergischen Landesvertretungen, beraten jetzt, wie sie mit der neuen Situation umgehen und werden aber sicherlich im Laufe des Abends oder im Laufe der Nacht sicherlich auch noch sich äußern. Wissen Sie denn genaueres, wie es zu diesem plötzlichen Abbruch gekommen ist? Denn es muss ja einen auslösenden Moment gegeben haben. Es klang nicht so, als ob es ein Auslöser war, sondern es ist offensichtlich der Punkt gewesen, wo man merkte, an den entscheidenden Stellen, die ja seit Tagen nicht von der Stelle gekommen sind, hat sich wiederum nichts bewegt. Das ist das Thema Migration und Flucht und das ist das Thema Klima und es ist auch das Thema Soli. Da gab es einen absurden Moment, als der CSU-Politiker Michelbach rauskam und sagte, man habe sich da geeinigt, man habe sich auf ein Ende des Solis bis 2021 geeinigt. Dann kam sofort die Twitter-Meldung aus der FDP, das sei Quatsch, der sei wohl offensichtlich in anderen Verhandlungen gewesen. Da musste er wieder hochnotpeinlich rauskommen, dieser CSU-Politiker, und sagen, nee, der habe sich da geirrt. Also da ist offensichtlich am Schluss auch in der Art und Weise, wie da kommuniziert wurde, nochmal was schiefgegangen. Aber ich glaube nicht, dass das der Auslöser war, sondern der Auslöser war, dass man merkte, einfach auch nach diesen langen Überstunden, die man jetzt heute nochmal gemacht hat, ist man sich nicht wirklich näher gekommen. Sie haben noch nichts von den Reaktionen der anderen Parteien gehört. Wenn sich da was tut, schalten wir gleich wieder zu Ihnen. Arndt Henze, vielen Dank für den Moment. Jetzt schauen wir erstmal, ja, gehen wir noch einmal zu Arndt Henze nach Berlin. Minderheitsregierung oder Neuwahlen? Lässt sich schon absehen, wie sich der Bundespräsident denn entscheiden würde, sollte es jetzt so kommen? Nein, sicherlich nicht. Und auch die Parteien haben, glaube ich, keinen Plan B für diesen Moment vorbereitet. Die Regierung wird erstmal geschäftsführend weiter im Amt bleiben. Das heißt, nach der langen Hängepartie der Sondierungsgespräche werden wir jetzt die Hängepartie erstmal der Frage, wie geht es weiter, haben. Das wird ja auch erstmal einen enormen Autoritätsverlust für die handelnden Akteure mit sich bringen. Ist Angela Merkel beschädigt durch diese Verhandlungen? Vermutlich ja. Ist Horst Seehofer beschädigt? Sicherlich. Sind die Grünen in ihrer Spitze beschädigt, auch durch ihre Kompromissbereitschaft gegenüber eigenen Basis? Wahrscheinlich auch. Das heißt also, die Frage, ob überhaupt das Personal, was den letzten Wahlkampf bestritten hat, jetzt noch mit dem gleichen Rückhalt in einen neuen Wahlkampf ziehen würde, das wird als Frage in mehreren Parteien sicherlich aufgemacht werden. Minderheitenregierung halte ich für relativ unwahrscheinlich. Eine Partei, die gerade mal gut 30% hat, die ja auch erkennbar ihre internen Widersprüche hat, müsste sich ja für jede Entscheidung neue Mehrheiten suchen. Das kann ich mir ohne eine wirklich starke Führungsperson an der Spitze nicht vorstellen. Große Koalition halte ich für relativ unwahrscheinlich. Das heißt, es wird irgendwann irgendwie auf Neuwahlen zulaufen. Aber mit welchem Ergebnis und mit welchem Personal? Ich glaube, das ist wirklich zu früh, weil diese Verhandlungsstrecke, die Parteien jetzt gegangen sind, die macht man ja nicht, indem man doppelgleisig schon den Wahlkampf mit parallel mit überlegt und vorbereitet.
Große, da setzt man auf Ergebnis. Ja, klar. Große Koalition, unwahrscheinlich, haben Sie gerade gesagt. Aber lassen Sie uns da noch mal genauer hingucken. Wie stehen denn Ihrer Meinung nach die Chancen, dass Angela Merkel die SPD doch noch ins Boot holen kann? Die hat zwar heute wieder beteuert, sie macht es nicht. Aber wenn man jetzt doch an ihre Staatsräson, an ihre Verantwortung appelliert, könnte man die dann doch noch mal überzeugen? Was glauben Sie? Es fällt mir die Fantasie, mir das vorzustellen, weil die SPD natürlich jetzt mühsam sich darauf eingestellt hat, diese Oppositionsrolle zu akzeptieren und anzuerkennen und dafür auch die Argumente natürlich auch öffentlich geliefert haben, jetzt aus einer nach außen getragenen sozusagen Staatsverantwortung heraus jetzt doch in eine Gruppe als Juniorpartner in eine neue Koalition zu gehen. Das würde die Partei wahrscheinlich auch innerlich zerreißen. Also mir fällt die Fantasie dafür vor, aber es wird den Druck geben und das wird natürlich auch Stimmen der SPD geben, die sagen, jetzt lasst uns nochmal neu versuchen, aber es würde schwierig, weil es die SPD sehr zerreißen würde. Will denn Merkel neu versuchen? Will Angela Merkel überhaupt eine Minderheitsregierung? Ich kann dazu wirklich nichts sagen, weil ich glaube, dass die Angela Merkel diejenige war, die am überzeugtesten auf ein Ergebnis bei diesen Jamaika-Verhandlungen hingearbeitet hat. Und wie gesagt, wenn man mit einer solchen Energie jetzt mit den Nachtsitzungen, mit dem ganzen Marathon auf Ziel setzt, dann macht man nicht Plan B nebenher. Danke, Arndt Henze, nochmal für den Moment. Reagiert hat ja auch Angela Merkel noch nicht. Insofern sind das alles zu diesem Zeitpunkt nur Spekulationen. Und jetzt ist es also endgültig vorbei. Es wird kein Regierungsbündnis von Union, Grünen und FDP geben. Eine Jamaika-Koalition kommt auf Bundesebene nicht zustande. Es war der Chef der Liberalen, Christian Lindner, der vor wenigen Minuten um kurz vor Mitternacht aus den Verhandlungsgesprächen herauskam und überraschend vor der Presse erklärte, dass seine Partei die Sondierungen nicht fortsetzen werde. Den Geist des Sondierungspapiers können und wollen wir nicht verantworten. Viele der diskutierten Maßnahmen halten wir sogar für schädlich. Wir wären gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und all das, wofür wir Jahre gearbeitet haben. Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Versuchen wir es noch einmal besser zu verstehen mit Arndt Henze in Berlin. Wir haben den FDP-Chef gerade noch mal gehört, warum seine FDP am Ende Jamaika nicht wollte. Wie viel Taktik steckt da auf FDP-Seite möglicherweise dahinter? Haben die Liberalen Jamaika überhaupt je gewollt? Also gewollt hat Jamaika sicherlich keiner der Parteien, aber es war ja offensichtlich die einzige denkbare Konstellation, um ein Bündnis zustande zu bringen. Und die Frage ist, wie ernsthaft hat die FDP tatsächlich nach Kompromissen mitgesucht? Aus den letzten Tagen haben wir ja doch deutliche Hinweise auch bekommen aus den Verhandlungen, dass sie sich sehr kompromisslos gezeigt hat, dass sie an manchen Positionen eher sich sogar rechts von der CSU positioniert hat und dass sie gerade bei den Themen, die gar nicht ihr unmittelbares Kernanliegen war, wie die Abschaffung des Solis, dann auch so sehr hartnäckig und sehr kompromisslos verhandelt haben. Also es kann durchaus sein, dass die FDP darauf spekuliert hat, dass sie bei Neuwahlen noch deutlich zulegen würde und noch besser abschneiden würde und profitieren würde davon, dass es einen weiteren Wahlgang geben kann. Ob die Taktik allein es bestimmt hat, das kann ich auch schwer im Moment einschätzen. Von Anfang an waren die Sondierungen ja schwierig. Wir haben es eben auch im Stück gerade noch mal gesehen. Was ist denn auf Seiten von CDU und CSU da möglicherweise schiefgelaufen? Arndt, können Sie mich noch hören? Naja, es war ziemlich... Ja, ich höre Sie jetzt wieder. Gut. Es war ziemlich schnell deutlich, dass CDU und CSU selten mit einer Stimme gesprochen haben. Und die CSU natürlich in einer Situation ist, die für sie sehr unkomfortabel war. Auf der einen Seite ein sehr schlechtes Wahlergebnis bei der Bundestagswahl, auf der anderen Seite die Landtagswahl im nächsten Jahr vor Augen. Und dazu der interne Machtkampf um Horst Seehofer. Also die CSU in einer sehr denkbar schlechten Situation Kompromisse zu machen, hat deshalb umso kompromissloser in der Flüchtlingsfrage auf ein nicht verhandelbar gesetzt. Also all das, was dann mühsam mit der CDU als Kompromiss ausgehandelt war, das sollten sozusagen Grüne und FDP 1:1 dann übernehmen. So kann man natürlich nicht in Verhandlungen gehen, wenn eine Partei sich sozusagen intern geeinigt hat, zu sagen, diese Einigung muss dann auch für alle anderen gelten. Also die CDU war zuletzt sehr, sehr kompromissbereit. Das haben wir auch von verschiedensten Spitzenpolitikern aus der Verhandlungsdelegation immer wieder gehört, dass sie auch sehr genervt waren, sehr sauer waren über die CSU. Mit einer Stimme jedenfalls sind die nicht aufgetreten. Es war ja auch ziemlich deutlich, dass da nicht nur unterschiedliche Meinungen geherrscht haben, sondern dass da auch ein bisschen böses Blut zwischen Menschen
vergossen wurde, also auch böse übereinander hergezogen war. War das am Ende auch ein Grund, dass das nicht zusammengehen konnte? Ja, also Sondierungsverhandlungen oder Koalitionsverhandlungen sind ja auch sowas wie ein Teambuilding-Event, also ein Trainingslager, in dem Vertrauen wachsen soll, um dann 4 Jahre auch nicht nur das Geplante, auf was man sich geeinigt hat, durchzuziehen und durchzusetzen, sondern auch möglicherweise unplanbare Krisen, die sicherlich kommen werden, gemeinsam dann durchzustehen. Also da, wo man dann nicht im Koalitionsvertrag mehr gucken kann, sondern sich in die Augen gucken muss und sagen muss, kriegen wir so eine Krise dann bewältigt. Und von diesem Vertrauen ist in den letzten Wochen überhaupt nichts gewachsen. Im Gegenteil, das Misstrauen untereinander, auch die Animositäten sind eher noch gewachsen. Und das haben wir immer wieder gemerkt, wie viel dann auch gestichelt worden, wie viel Gehässigkeiten mal so unter drei also positioniert worden sind. Aber natürlich mit dem festen Interesse, dass das auch kommuniziert wird. Also es war schon schwer von außen sich vorzustellen, wie diese Truppe die nächsten 4 Jahre wirklich als Team funktionieren würde und tatsächlich, wenn es zu Krisen kommen würde, auch als ein Team dann auch diese Krisen anpacken würde. Mhm. Jetzt sind ja alle ein bisschen überrumpelt, wir auch, Sie auch. Gibt es dort Ankündigungen, dass es noch Pressemitteilungen geben wird? Werden sich die anderen Sondierer noch äußern? Wie geht es jetzt da bei Ihnen weiter? Ja, ich habe gerade von den Grünen gehört, die werden sich nach 1 Uhr, also in etwa der Dreiviertelstunde, dann auch vor der Presse äußern. Das zeigt auch, dass sie Zeit brauchen, um überhaupt eine Stellungnahme zu formulieren. Das zeigt, dass sie wirklich überrumpelt wurden von dieser Entscheidung der FDP. Die Grünen sind ja in einer besonders schwierigen Situation. Die Grünen haben ja bis fast an die Schmerzgrenze, wenn nicht drüber hinaus, Kompromisse angeboten. Das wäre, wenn es gelungen gewesen wäre mit einer Einigung, wäre immer noch ein schwerer Gang zum Parteitag am nächsten Wochenende geworden, dann zu sagen, wir haben diese Kompromisse eingehen müssen, um am Ende doch etwas zu erreichen und eine Koalition möglich zu machen. Jetzt sind diese ganzen Kompromisse im Raum und sollte es Neuwahlen geben, wird natürlich die Basis sagen, ihr habt bis über die Schmerzgrenze hinaus unsere Prinzipien möglicherweise verraten, etwa in der Flüchtlingsfrage oder beim Klima. Und ich habe den Parteitag damals miterlebt, als den Spitzenkandidaten die roten Linien erst aufgedrückt wurden, die dann jetzt in den Sondierungsverhandlungen wieder geräumt wurden. Also ich könnte mir vorstellen, die Basis würde bei einem nächsten Wahlgang aus roten Linien rote Betonblöcke machen und den Spitzenkandidaten, ob es denn Göring-Eckardt oder Özdemir wären, sehr, sehr harte Beinfesseln anlegen. Also für die Grünen ist das, was sie an Kompromissbereitschaft gezeigt haben, was sich nicht ausgezahlt hat für sie, wird jetzt zu einer großen Bürde gegenüber ihrer Basis werden. Mhm. Vielen Dank für die allerersten Einschätzungen live von Arndt Henze in Berlin. Ja, meine Damen und Herren, soweit unser Tagesthemen extra für diesen Moment. Nach fast 5 Wochen sind die Sondierungen zwischen Union, FDP und Grünen gescheitert. Die Liberalen haben um kurz vor Mitternacht die Gespräche abgebrochen. Es wird also keine Jamaika-Koalition in Berlin geben. Wie es nun weitergeht, das werden wir natürlich für Sie beobachten noch die ganze Nacht. Als nächstes informiert Sie die Tagesschau über den Stand der Dinge und bei tagesschau.de werden Sie selbstverständlich auch rund um die Uhr informiert. Ihnen noch eine gute Nacht. Verdauen Sie das erstmal. Bis morgen.